glaube, wir sind sicher. Oh mein Gott, diese armen Menschen. Wie geht's dir, Kleines? Ich will nach Hause. Ich weiß nichts. Ich auch. Alles wird gut. Versprochen. Dad, ihre Toren, sieh nur! Mein Gott, sie versuchen, den Turm umzukippen. Er wird standhalten. Das muss er. Naja, ich will kein Risiko eingehen. Zum Glück hat uns der Heli nicht alle getötet. Zum Glück? Ich weiß ja nicht. Wir müssen von diesem Turm runter, bevor die Raptoren ihn umkippen. Die Notleiter ist gleich da drüben. Der Turm neigt sich so, dass sie uns vor dem Gehege absetzt. Ein Anfang gut, aber der Zaun ist kaum ein Hindernis für die Raptoren. Wo sollen wir hin, wenn wir draußen sind? Wir schaffen es bestimmt zu den Versorgungstunneln da drüben. Wenn wir vor den Raptoren da sind, können wir sie aussperren. Hoffentlich haben sie recht. Lassen wir die Leiter runter. So sollte es gehen. Bewegt sich nicht. Sie ist brandneu, also klemmt sie wohl noch ein bisschen. Und wenn Sie mehr Gewicht einsetzen? Was, Sie meinen draufstellen? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Ich denke nicht, dass sie es geschafft haben. Aber hoffen wir das Beste. Das Kabel ist unter Strom. Ich will, dass du sofort nach unten kletterst, sobald die Leiter ausgefahren ist. Okay, Dad. Dr. Sorkin. Ich bin gleich unten. Sie klemmt wirklich. Oh nein. Problem gefunden. Die Leiter ist leicht verbogen. Sie lässt sich nicht ausfahren. Aber vielleicht schaffen wir es mit Gewalt. Es ist bestimmt vom Absturz. Sieht so aus. Wir brauchen wohl eine Brechstange, um sie auszufahren. Oh, dann müssen wir uns aber was einfallen lassen, weil wir hier oben kein Werkzeug haben. Mit der Antenne können wir die Leiter vielleicht freihebeln, aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Wir müssen hier runter! Dr. Sorkin, die Antenne ist das Einzige, womit wir die Leiter hier oben freihebeln können. Wäre es möglich, die Lichter hier irgendwie abzuschalten, damit ich sie anfassen kann? Nicht von hier oben aus. Die Flugwarnleuchten sollen immer aktiviert sein. Ich kann sie höchstens blinken lassen. Wie? Ich kann sie vom Nacht- in den Tagesmodus schalten. Nachts leuchten sie konstant, aber tagsüber blinken sie, um mehr Kontrast zu schaffen. Es erstaunt mich immer wieder, wie intelligent sie sind. Modus. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Etwas zu voreilig. Sie werden uns treffen!
Ich hab's! Sie bewegt sich nicht mal, wenn ich draufspringe. Wie soll ich sie dann allein freihebeln? Dr. Sorkin? Ja? Können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. Natürlich. Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Jess, Schatz, kletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfährt. Ich bin bereit, Dad. Beeil dich einfach. Okay, Dr. Sorkin, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Dad, was sollen wir tun? Nochmal, auf drei. Eins, zwei, drei. Nein, Jess, warte. Nein. Mir geht's gut, Dad. Jetzt Sie, Dr. Sorkin. Okay, ich komme runter. Dr. Sorkin, beeilen Sie sich. Aus dem Weg! Ich springe! Okay, jetzt hoch und rüber. Mir geht's gut. Laufen Sie, Dr. Sorkin! Dr. Harding, die Tür! Zu spät, lauf! Dr. Harding, die Tür! Verdammt, meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Komm schon, amigo. Das hier ist definitiv besser ausgegangen als dein letzter Tequila-Rausch. Da könntest du recht haben. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. Wie ist sie rausgekommen? Hab sie mit dem Hintern voran rausgeschubst. Überrascht mich, dass du sie trotz Zeitnot gerettet hast, wenn man bedenkt, wie nett sie war. Wer sagt, dass ich sie gerettet habe? Also, der Helikopter ist hin. Und die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was jetzt? Vielleicht findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Verdammt, meine Kalaschnikow war im Helikopter. Wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Hätte tödlich enden können. Da sind wir schon zwei, amigo. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. Ich sehe nach, ob es dem Mädchen gut geht. Oscar will vielleicht mit dir reden, wenn sie aufwacht. Verschieben wir das kleine Treffen. Wow, Barbasol. Genauso eine Dose habe ich in San Jose. Oh Mann. Ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist dann wohl noch voll. Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer, fühlt sich aber voll an. Warum? Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich frage mich...
Die Lady hat ein Geheimversteck. Aber für was? Verdammt, da waren alle unsere Waffen drin. Hab mich gerade erst an die Kalaschnikow gewöhnt. Ich behalte das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt. Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Sieht ziemlich sicher aus, aber ich schaue lieber noch mal nach. Kein Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Da kann nichts mehr explodieren. Wir dürften hier sicher sein. T-Rex verzieht sich. Verdammt, Oscar. Ich habe nur eine Hose dabei. Der Helikopter explodiert nicht. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Keine Dinospuren, keine Nester. Das ist unser neues Basislager. Hey, guck mal. Ich habe eine Dose Rasierschaum in Ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Hier. Und was jetzt? Wir versuchen, das Ding noch zu reißen? Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Soll das heißen, ich könnte das nicht? Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin. Aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Das wird schwierig. Dios mio! Sie können Türen öffnen. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Verschlossen. Clever. Hm.
Direkt in den Hügel gegraben. Wie weit die Tunnel wohl reichen? Ey, Dios mio, warum bin ich nicht tot? Sie haben mich zurückgelassen, Idiotas. Zumindest hat mich einer von denen da rausgeholt. Weiß nicht, ob ich dasselbe getan hätte. Ich war wohl eine Weile bewusstlos. Die Embryos müssten erstmal sicher sein. Wo ist die Dose? Punieta! Nein, nein, nein! Suchen Sie das hier? Das gehört mir! Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Herr damit! Sofort! Ich habe auch keinen Rasierschaum mehr. Stört Sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht zitteln! Aber man soll den Schaum vorm Benutzen gut schütteln. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? Er gehört Harding. Muss sein Zeug überall hintragen. Geben Sie ihn mir zurück. Oh, Doc Harding macht es sicher nichts aus, wenn ich was davon benutze. Ist so ein Männerding. Ich bin nicht blöd, Lady. Noch einen Versuch? Embryos. Das sind Dinosaurier-Embryos. Sie sterben, wenn Sie sie fallen lassen. Hören Sie, Yoder. Billy, vielleicht können wir einen Deal machen. Klingt interessant. Reden Sie. Geben Sie sie mir sofort zurück, oder? Vielleicht sind Sie ja nicht grundlos da auf dem Bau. Ihr Bodyguard ist wohl nicht hier, oder? Kommen Sie doch runter und wir finden raus, wer auf die Dose am stärksten ist. Nett von Ihnen. Aber es nützt mir gar nichts, Ihnen in den Arsch zu treten, wenn ein verdammter Dino hinter uns her ist. Helikopter ist weg. Sie sind allein. Können Sie mich wirklich ständig beobachten? Wir könnten zusammenarbeiten. Sie machen mir keine Angst. Ich weiß. Aber vielleicht haben Sie recht. Okay, reden Sie weiter. Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für Sie eine nette Summe raus. Sind mehr als 1 Million wert. US-Dollar. Ich habe einen Käufer. Bringen Sie uns zu ihm und wir werden reich. Klar, als ob InGen einen freien Mitarbeiter wie mich nicht unter die Lupe nehmen würde, wenn sie merken, dass die Kronjuwelen fehlen. Keine Chance. Wie viel zahlt InGen dafür, dass Sie Ihr Leben riskieren? Wie schnell werden Sie wohl ersetzt, wenn Sie ein Bein verlieren, sich den Rücken brechen und nicht länger aus Helikoptern springen hey, können? Hey, das geht Sie nichts an. Sie zahlen mir genug für das, was ich tue. InGen klopft Ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich mache aus Ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und ich werde Ihnen keine Probleme mehr machen. Jeder hat also was davon. Okay. Das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oscar ist dabei. Warum? Weil er mein Partner ist. Darum.
Das geht schon klar. Vertrauen Sie mir. Warten Sie erstmal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoda.